Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Tja, trauriger Verlust. Nicht allzu spektakulärer Neuzugang. Ein Neuzugang, der sich noch weigert, zugänglich zu sein. Aber wir haben schon mal eine Geflügelfarm. Doch, das reicht. Aus. Pimpenladung Drogen. Händler exotischer Güter. Ja. Wir müssen hier drin irgendwo eine Funkstation hinsetzen. Okay, nicht, dass die Leute immer so weit laufen müssen dafür. Obwohl ein... Ja doch, eins behalten wir. Eisbären habt ihr uns schon mal angeboten, kaufen wir nicht. Teile. Ja, ruhig her damit. Na, wir finden schon noch ein paar Sachen, die wir kaufen wollen. Erweiterter bionischer Arm zum Beispiel klingt doch gut. Gut, die Dinger müssen wir dann selber herstellen. Wie behalten wir? Hm.
Energieschild exzellent. Hm? Nee, die brauchen wir nicht kaufen. Ja, noch mehr Geld brauchen wir eigentlich auch nicht. Haha, HC1 Schild. Um ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern. Anstände kopieren. Das für die 4. Und ganz wichtig. Okay, hatten wir schon rausgenommen. Okay, und das hat's. Okay, hatten wir. Aber auch wichtig. Dann ist das der Fedor. Die Standardbekleidung halt. T-Shirt. Hose. Trenchcoat. Richtig. Schutzweste darfst du auch. Kompletter Satz Körperrüstung. Wer weiß, was wir davon jemals verwenden werden, aber... So. Eulen und Rascal sind das. Da.
Gut, gut. Und ein Piratenhändler auch noch. Schauen wir mal. Verkaufen dürfen wir ja nicht, aber kaufen dürfen wir. Wir haben hier vergessen, normale Kleidung anzuklicken, oder? Nee, nee, die bleibt mal schön bei uns. Das Neutramin müssen wir nicht kaufen. Ein ganzes Mörsergeschoss, wow. Ja, die nehmen wir auch. Zigarillos könnt ihr behalten. Bleibt bei uns. Penicillin bleibt bei uns. Nee, nee, Holzbeine handeln wir nicht mit. Ihr habt keine tolle Auswahl, Leute. Ich fühle mich viel sicherer, wenn sie ein Schild hat. Weil bei der Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegt, sehe ich das mal nicht kommen, dass sie rechtzeitig irgendwo hinkommt oder weg ist. Sie behält die Sachen aber trotzdem an.
Okay, Tiere schlafen alle. Gut, dann kann man die wirklich nicht trainieren. Okay. Mal sehen. Bauteile, 188 Stück. Das ist was, womit man arbeiten kann. Nimm dir mal die. Wenn schon nur Schrotflinte. Und die hat immerhin auch eine 22er Reichweite, ne? Warum dann nicht eine, mit der man trifft? Stellen wir mal kurzfristig wieder um, weil vorübergehend haben wir, glaube ich, erstmal doch noch genug. Na, hier sind wir auch noch nicht ganz fertig. Affe, Alpaka, Tutankhamun. Ich habe ein Auge auf euch. Langsam habe ich wirklich das Gefühl, das hat nur mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad zu tun, weil, jetzt mal ehrlich, früher hatten wir solche Probleme doch nie. Ich meine, klar, da hat mal ein Grizzly eine Katze angefallen oder sowas. Aber das kam schon selten vor, dass ein Grizzly mal einen Menschen angefallen hat. Du kriegst keine Waffen mehr. Du nicht mehr. Das ist doch einfach. Ah, nicht zu. Also momentan haben wir auf Maximalgeschwindigkeit immer noch eine Framerate von um die 30. Ich denke mal, damit kann man ganz gut leben. So kommen wir auf 42, 40. Ja. 50, wenn wir näher rangezoomt sind. Ist immer noch kein Problem. Ist also schon mal, also hier oben zumindest ist fertig gebaut.
Wir brauchen momentan gar nicht alle. Lasst es verrotten. Lasst es einfach verrotten. So, wir haben richtig viel Granit. Das heißt, wenn das hier fertig ist... Ja, draußen erweitern. Ja, synthetische Organe klingt gut. Ich habe immer noch keinen Plan, was wir hier mitmachen, weil wenn wir irgendwann mal das hier alles umarbeiten... Okay, hier ist ansonsten auch nicht mehr viel zu tun. Das Ding fertig machen, das Geschütz bauen. Das Asthma mal wieder. Naja. Naja. Es macht überhaupt keinen Sinn, ihr irgendeine andere Fähigkeit noch zu geben. Die wird sich hauptsächlich in diesem Bereich aufhalten. Zwischen ihrem Schlafzimmer und der Küche. Wenn wir jedes Mal darauf warten, dass sie sich irgendwo hinbewegt, dann wird nie was fertig werden. Zumindest nicht in diesem Leben. Thank you.
Setz mal noch ein paar Fässer an. Schaden kann's nicht. Natürlich. Natürlich. Okay, damit werden wir eine ganze Zeit lang doch wieder zu tun haben. Also lieber nochmal alles kontrollieren hier, ob denn hier nicht noch irgendwo ein Käferbefall aufgetaucht ist. Ich hoffe aber mal nicht. Okay. Sprengen die Türen einfach weg. Das ist nicht das Problem. Oh nein, du marschierst da nicht rein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wieder mein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.